Ja, draußen ist Schneegestöber und ich sitze hier mit drei Samentüten. Ihr werdet euch jetzt denken, der hat vielleicht nie alle Tassen im Schrank, aber erstmal herzlich willkommen. Und warum mache ich heute am 20. Januar ein Video über Samen? Ich werde es euch erklären. Ja, mitten im Winter in Video über Samen. Naja, und dann muss ich ja noch dazu sagen, begebe ich mich auf ziemlich dünnes Eis, weil ich gehe von der Bleistiftdicke, die Insider wissen, was ich meine, von der Bleistiftdicke gehe ich nochmal einen Schritt weiter und gehe noch einen Schritt zurück zum Samen. Ich habe hier drei Samentüten liegen. Ich bin eigentlich kein Freund von diesen Samentüten gewesen bis vor kurzem. Also ich hatte letztes Jahr was ausgesät, da habe ich Mädchenkiefern ausgesät. Hier seht ihr jetzt im Prinzip einen Keimling. So sieht es dann aus, wenn sie keimfähig sind und die Stratifizierung hinter sich haben. Hier seht ihr jetzt, hier sind sie im Stadium noch, hier sind noch die Samenhüllen dran. Hier sind vereinzelt noch ein paar Samenhüllen dran. Und hier sind sie jetzt schon ohne Samenhülle. Und ja, wie gesagt, ich möchte noch mal kurz erklären, warum ich damit im Winter anfange. Genau, warum im Winter? Im Winter, das Zauberwort heißt stratifizieren. Das Stratifizieren wird vom Französischen abgeleitet. Das heißt, das sogenannte, auf Französisch ist das das sogenannte in Schichten lagern. Warum in Schichten lagern? Also in Schichten lagern, das wird darauf bezogen, man muss die Samen stratifizieren. Das heißt, man muss sie keimfähig machen. Und das macht man im Prinzip, indem man zum Beispiel die Samen in Sand und so eine kleine Schüssel nimmt oder eine kleine, entweder eine kleine Bonsai-Schale, was das hier ist, oder ihr nehmt eine einfache Schüssel. Und dann füllt ihr die mit feuchtem Sand. Und dann kommen die Samen, deswegen fange ich das schon im Winter an. Dann kommen die Samen, nämlich hier steht es drauf, 3 bis 4 Wochen, nee, 3 bis 5 Wochen bei 4 bis 6 Grad im Kühlschrank. Und das habe ich am Anfang nie geglaubt. Ich dachte, ja, solche Samentüten, ich habe immer, war immer skeptisch, dass das nicht wird oder dass das altes Saatgut ist oder sowas. Nee, ich war aber wirklich sehr angetan und sehr überrascht, wie gut das eigentlich funktioniert. Und deswegen ist jetzt die richtige Zeit. Hier auf den Samenpackungen steht zwar immer 4 bis 5 Wochen, aber zum Beispiel beim chinesischen Wacholder, den haben wir hier, würde ich das sogar noch ein bisschen weiter treiben. Ich würde das sogar 8 bis 12 Wochen machen. Also wenn wir jetzt mal rechnen, 8 Wochen, jetzt haben wir, wie gesagt, jetzt haben wir noch Januar, den 21. Januar. Und wenn er dann 8 Wochen weiterrechnet, ist das genau die Saison, wo es dann eigentlich losgeht. Genau. Also wenn ihr jetzt so eine Samentüte kriegt und ihr wollt das jetzt das Stratifizieren zum Beispiel im Kühlschrank jetzt vorbereiten, also ihr könnt das auch gerne draußen machen. Also draußen ist es so, dann müsst ihr aber aufpassen, dass mit den Temperaturschwankungen und im Kühlschrank habt ihr den Vorteil, ihr habt immer die gleiche Temperatur. Genau, also wir fangen auf jeden Fall damit an, dass wir die Samen aus der Tüte auspacken und dann tun wir sie in lauwarmem Wasser quellen lassen. Und jetzt ist es im Prinzip so, man kann hier zum Beispiel beim Fächerahorn kann man das ganz gut machen. Wenn man Fächerahorn-Saatgut hat, man kann das sehr gut überprüfen, ob die Samen jetzt keimfähig sind. Und zwar ist es so, nach mehreren Minuten müssten alle keimfähigen nach unten sinken und alle, die nie keimfähig sind, bleiben oben. Also die schwimmen dann oben. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich tue trotzdem immer alle mit aussehen, weil es kann immer mal noch sein, dass irgendwo doch noch was keimt. Deswegen, ich mache das so, ich hau das alles in Sand und dann lasse ich das keimen und guck, wie sich das entwickelt. Wichtig ist im Kühlschrank immer mal ein bisschen den feuchten Sand, immer mal ein bisschen durchmischen, dass das nie alles gleich bleibt und immer vor allen Dingen darauf achten, dass der Sand auch wirklich feucht ist. Also ein trockener Sand bringt da nichts. Also ihr solltet da eine gewisse Feuchtigkeit, natürlich nie klitschnass, dass die Samen dann im Wasser liegen, sondern einfach ein kleines bisschen auf die Feuchtigkeit achten. Genau, wenn ihr
solltet aus der Natur euch Samen holen, dann ist es wichtig, dass ihr das Fruchtfleisch von den Samen entfernt, bevor ihr sie stratifiziert. Und ja, dann genauso wie alle anderen Samen auch im Kühlschrank. Jeder Samen hat ein bisschen andere Bedingungen, wie lange oder so. Also wenn da jemand Fragen hat, stellt sie gerne in den Kommentaren. Genau, und wenn dann die Keimung, wenn dann die Wochen so weit dran sind, tut ihr das immer mal ein bisschen kontrollieren. Wenn ihr nämlich dann die ersten Keimspitzen seht, dann müsst ihr nämlich schnell sein. Also ihr dürft auf keinen Fall zu lange warten, sondern dann geht es sofort zur Aussaat. Bei der Aussaat ist es so, was ihr da als Erde nehmt, das ist euch überlassen. Ich würde bloß euch einen kleinen Tipp geben. Ich würde auf jeden Fall gucken, dass ihr keine vorgedüngte Erde nehmt, weil dann schießen nämlich eure Samen nämlich los und ihr kriegt solche langen Schosser, das ist überhaupt nicht gut. Also auf jeden Fall irgendeine Aussaaterde oder ihr könnt Sand mit Kompost gemischt nehmen, also Sand mit Blumenerde. Da müsst ihr wieder gucken, dass die nicht zu doll gedüngt ist. Oder ihr nehmt zum Beispiel Akadama, feinkörniges Akadama. Das ist einwandfrei, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Also entweder Akadama oder andere Sachen. Also es funktioniert wirklich alles. Es funktioniert auch im Sand. Also ich würde auf jeden Fall auch euch das vorschlagen, dass ihr den Sand, der aus dem Kühlschrank kommt, den nehmt ihr gleich mit. Also den tut ihr gleich mit aufs Substrat. Und da braucht ihr die Samen nie so sehr die Wurzeln nie beschädigen oder sowas. Deswegen schüttet das gleich auf eine Fläche, schüttet das aus und nehmt das gleich so, wie es ist und sät es ein. Wichtig ist bei den meisten nie zu tief, also ihr müsst da schon unter 1 cm bleiben, sonst sind sie zu tief und kommen nie durch. Komme ich zum Schluss nochmal zu dem Thema und das betrifft eher so die älteren Zuschauer. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe jetzt hier auf solche Samen keine Lust, das dauert mir zu lange, dann kann ich das auch wirklich verstehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist für mich nicht mehr, ich bin jetzt 60 oder älter und ich kann mit Samen nicht mehr anfangen, dann möchte ich Ihnen aber einen Tipp geben. Das hier sind zum Beispiel Fächer-Ahorn-Sämlinge. Die habe ich aus einer Parkanlage von uns, die kommen da regelmäßig zwischen den Rosen durch, weil da ist ein riesengroßer Fächer-Ahorn und der macht dann solche Samen und da kommen die durch. Und ich habe hier einfach Folgendes gemacht. Ich habe hier einfach 5 Stück ineinander gepflanzt und habe dann mir wie so eine Art Gruppenpflanzung, also wie so eine Art Mehrfachstamm gemacht. Den muss ich dann irgendwann mal ein bisschen gestalten, aber ihr seht ja selber, der steht draußen, die stehen im Winter draußen, deswegen, aber nur so als Beispiel, das ist so eine Sache, was man mit den Samen machen kann. Also wenn man jetzt sagt, okay, wenn ich so einen kleinen Sämling habe, der wird ja niemals dick. Wenn ihr sowas damit macht, dann könnt ihr in 10 Jahren, könnt ihr schon einen 3-4 cm starken Stamm haben. Also wie gesagt, das ist nur noch mal für die Leute zwecks dem Bleistift. Jeder, der weiß, um was es geht, der weiß, was ich meine. Genau. Und weil nämlich viele aufregen über die bleistiftdicken Bonsai oder weil Anfänger irgendwelche bleistiftdicken Bäume zeigen, ich finde das voll genial. Ich finde, das gehört dazu. Bonsai fängt man klein an oder man geht in den Laden und gibt für 1.000 Euro 50 einen Baum. Aber das kann sich nie jeder leisten und nie jeder will das auch gleich am Anfang. Deswegen macht das mit den Samen, probiert das. Und wie gesagt, egal zu welcher Pflanze ihr eine Frage habt, stellt die Frage in den Kommentaren und ich versuche euch das irgendwie zu beantworten. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stratifizieren und wir sehen uns, wie gesagt, im Frühjahr, wenn wir dann die Pflanzen einpflanzen, also wenn wir die gekeimten Pflanzen einpflanzen, mache ich nochmal ein Video drüber und da sehen wir uns. Bis dahin, ciao!